Moin Leute, herzlich willkommen bei einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute mal die Modifikation Bibiocraft. Und ja, einige von euch haben die auch schon in Forgecraft bzw. Magicraft gesehen. Bei der Mod werden so Bücherregale und alles Mögliche, was so damit zu tun hat, hinzugefügt. Ich persönlich mag die Mod sehr gerne und deswegen habe ich sie auch eigentlich überall mit drinne. Habe sie aber bis jetzt noch nicht vollständig ausgenutzt oder vollständig genutzt, so wie das eigentlich der Fall wäre, wenn man sie nutzen würde. Aber ich zeige euch heute mal, was eventuell in Zukunft noch auf euch zukommt und was die Mod überhaupt so bietet. Denn das hier ist ja eine Mod-Vorstellung. Ja, ich habe hier drinnen mal ein bisschen was aufgebaut. Ihr seht hier auch schon so ein paar, ja, quasi neue Gegenstände. Als erstes, was man natürlich schon kennt aus Mod-Vorstellungen, ist diese Halterung, die ich hier oben habe, in die ich ja, Werkzeuge reinstecke oder Waffen reingesteckt habe, die sehr cool ist. Wenn ich STRG drücke, also mich ducke, oder halt die Taste, wo ihr ducken habt, könnt ihr in dieses Interface rein und könnt dann natürlich diverse andere Werkzeuge reintun. Das ist auch nur für Tools und Waffen gedacht. Da kann ich keine Blöcke reinsetzen, sondern wirklich nur Tools und halt zusätzlich auch aus allen Modifikationen alles Mögliche, was halt so mit Werkzeugen zu tun hat. Okay, der Building haben wir jetzt zum Beispiel nicht. Mal gucken, ob das Katana reingeht. Auch nicht. Ja, ich wollte schon sagen, aus allen Modifikationen. Okay, alle Modifikationen, bei dem das als Tool gerankt ist, das geht auch nicht rein. Also ich habe doch hier, machen wir ein Schwert rein, so. Dann könnt ihr das so reinbasteln, das wird dann so drin gehalten, finde ich eigentlich ganz nett. Dann gibt es diese Regale, ihr seht hier unten habe ich auch schon ein Schwert drinne und da habe ich einzelne Blöcke drinne. Da könnt ihr auch wieder durch ducken, könnt ihr da unterschiedliche Felder belegen, zum Beispiel geht auch sowas. Ihr könnt da auch ganze Stacks reinlegen, was natürlich auch sehr praktisch ist. Oder hier solche Gegenstände und so, jetzt habe ich das mal ein bisschen ausgetauscht. Finde ich immer ganz cool und wenn man von außen draufklickt, dann kriegt man die einzelnen Positionen, die da drinne sind, werden ja quasi rausgelöst, rausgesprengt. Da ist heute ein bisschen viel da draußen los. Ich habe nämlich noch ein paar andere Mods, die ich derzeit teste, die ich euch vorstellen möchte. Deswegen ist hier ein bisschen durcheinander. Ja, dann gibt es diese, ja, Bücher, ja, Podeste. Ich finde die eigentlich ganz cool, weil, wenn man hier auf die Kerze klickt, kommt man da rein, man kann hier die Position ändern, dann liegt das Buch hier drüben oder man kann es hier in die Mitte legen, dann ist es hier geöffnet und ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Das ist ein komplett belegter Tisch, hier ist gar nichts drauf und hier haben wir das so, das stapelt sich dann hier hinten. Die Farbe der Bücher, das ist halt einfach standardmäßig. Dann haben wir hier oben noch etwas Cooles und zwar ist das auch ein Bücherregal und da drin habe ich jetzt einfach mal so Dummies reingestellt, aber ihr seht das Buch, was ich jetzt hier unten in der Ecke habe, das nehmen wir jetzt mal weg, wir machen die mal da hoch. Und dann füllt sich da oben die Reihe. Jetzt machen wir oben mal komplett dicht und unten alles raus. Und ihr seht schon, man kann hier Bücher reinstellen mit Verzauberungen drauf oder das Traumatorium oder halt alles Mögliche, was ihr so an Büchern habt. Und die werden dann da einsortiert. Hier unten haben wir einen Potion-Schrank. Da habe ich jetzt schon mal ein paar Essenzen aus Formcraft reingestellt und ein paar Potions. Und ja, die werden dann auch so optisch sehr schön angezeigt. Und wenn man da hingeht, ja, dann kann man sich die halt hier so rausnehmen und auch je nachdem, wo man welche hintut, seht ihr, wird dann angezeigt. Ich finde das eigentlich ganz toll, dass man so Sachen einlagern kann und kriegt direkt so vermittelt, was da drinne ist. Jetzt ist das Ding, ich habe ja natürlich auch Kisten überall rumstehen in meinem Lager und möchte da auch markieren, okay, da drin ist nur Cobblestone. Und da gibt es auch was ganz Tolles und zwar sind das hier diese Wood Labels, die kann man an Kisten vorne dran machen. Und wenn ihr euch duckt, könnt ihr an diesem Wood-Label die Dinge verändern. Wenn ihr zum Beispiel, jetzt derzeit würde mir das anzeigen, da ist Cobblestone drin und hier in der anderen Hälfte oder in der anderen Kiste ist Holz. So, wir öffnen das mal und jetzt sagen wir, okay, da ist Gunpowder, Bricks und Rosen drin. Dann wird es so angezeigt und ihr könnt direkt sehen, was in der Kiste drin ist. Ich finde es sehr, sehr cool. Das Schwein da hinten findet mein Haus cool. Ja, diese zwei Dinger, bin noch nicht dahinter gestiegen. Ich habe alles Mögliche ausprobiert und zwar ist das hier einmal eine Type Setting Table und ein Printing Press. Und ich weiß nicht genau, was man da machen kann. Ich habe es mit Schildern und mit allen möglichen probiert, da irgendwie was reinzulegen.
keine Ahnung, ob da irgendwie eine Möglichkeit noch gibt für dieses Item oder ob das vielleicht noch später hinzugefügt wird, kann ich euch nicht sagen. Dafür eine Sache, die natürlich sehr, sehr wichtig ist, ist hier der Armor Stand. Denn hier kann man nicht nur die Kleidung dranlegen, sondern wenn ihr euch duckt, könnt ihr auch das komplette Set, das dann dort ist, anziehen und habt dann euer Set einmal ausgetauscht. So, jetzt gehen wir mal in den Armor Stand. Seht ihr, ich habe jetzt die Frostskorpion-Rüstung an. Und die kann ich dann hier auch wieder zurück austauschen. Ja, also ich persönlich muss natürlich sagen, das ist sehr, sehr cool. Mir gefällt das sehr gut mit dem Armor Stand und so. Da kann man seine Rüstung schön dran. Deswegen benutze ich das auch häufiger. Genauso wie diese Bücherregale. Also es ist alles in allem eine sehr gute Modifikation, die erstmal gute Sachen für Indie-Häuser bringt und dann halt auch noch gute Sachen für außerhalb. Zum Beispiel, keine Ahnung, hier dieses Regal, das ich hier habe. Ne, diesen Schaukasten. Der kommt mir aus Oblivion so bekannt vor, wo dann halt irgendwelche Steine drin liegen. Und wenn ihr euch duckt, könnt ihr das auf- und zumachen und könnt das Item, was da drinnen liegt, rausnehmen und könnt zum Beispiel ein anderes Item reinlegen. Zum Beispiel dieses Monokel, was für mich jetzt hier quasi das so zum Anziehen. Ich zeige euch das mal von außen. Jetzt habe ich so ein Monokel an. Dann gibt es hier Sonnenbrille, die man anziehen kann. Oder hier so eine Nerdbrille. Die passt eigentlich zu mir, so eine habe ich auch. Ja, und dann kann man halt hier Dinge reinlegen und kann das Ganze zumachen. Das Schöne ist, wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, wird mir sogar angezeigt, was drinne ist hier oben. Guck dir, das ist auf das, über dem Ding schwebt das. Finde ich sehr, sehr cool. Ja, komm, geh auf. Ich hole mir die Brille hier raus. Leg mal was anderes rein. Genau, dann ist hier ein Monokel drinne und das zeigt sie mir hier an. Das ist doch unglaublich cool. Naja, auf jeden Fall, dann gibt es noch hier ein Tape. Und das ist ein Maßband quasi. Das kennt ihr auch, das kennt ihr alle. Wenn ich jetzt hier auf diesem Block bin, starte Messung und laufe jetzt zu diesem Block und laufe hier rüber, dann sagt er mir an, die Messung ergibt 14. Wenn ich von hier aus bis hier hinlaufe, dann dürfte es glaube ich 8 sein. Ne, 10, also von hier bis hier hin sind es 10. Von hier bis dahin müssten es 3 sein, genau. Also da kann man sehr gut seine Landschaften oder beziehungsweise ja seinen Grund vermessen. Muss ich sagen, finde ich sehr, sehr cool, weil man halt auch häufiger mal. Okay, wie weit ist es bis hier? Das sind 3. Okay. Ich möchte aber jetzt von hier bis da hinten hin 15 lang eine Mauer bauen. Und dann, oh, das sind schon 19, also muss ich. Ja, ein bisschen weniger. Also ich muss sagen, das finde ich sehr, sehr cool. Ihr seht hier den More Creatures Mod, den ich noch am Testen bin und noch ein paar andere Mods, die ihr vielleicht schon erkannt haben solltet. Das war aber erst schon mal alles für die Mod Bibiocraft. Diese Schaukästen, die ich euch gezeigt habe, die gibt es natürlich auch noch in unterschiedlichen Farben. Crafting-Rezepte empfehle ich euch wie immer, Not Enough Items oder so zu benutzen. Da kriegt ihr die Crafting-Rezepte angezeigt, was natürlich sehr gut ist. Und dann war es das eigentlich auch schon von mir. Ich bin jetzt hier raus. Viel Spaß mit dieser Modifikation. Ciao Leute und bis zum nächsten Video auf meinem Kanal.